Oma Impa! Willkommen zurück, Prinzessin Zelda. Ich habe mir die größten Vorwürfe gemacht, dass ich euch nicht beschützen konnte. Nachdem überall diese Risse aufgetaucht sind, waren die Bewohner von Hyrule-Stadt zutiefst beunruhigt. Nun, da ihr wieder hier seid, werden alle sicherlich neuen Mut fassen. Und ihr seid ganz allein zu uns zurückgekehrt? Unglaublich, wie viel Energie in euch steckt. Ach, was rede ich da? Vor lauter Freude kann ich mich kaum im Zaum halten. Also los, ihr solltet euren Vater nicht länger warten lassen. Ich bereite derweil schon einmal ein schönes, warmes Bad für euch vor. Erstmal gehe ich hier rein, wenn die Tür hier schon offen ist. Ja. In eurer Abwesenheit war die allgemeine Gemütslage im Schloss wirklich sehr düster. Ich bin überglücklich, dass sich die Dinge wieder normalisiert haben. Hi. Ah, Prinzessin Zelda, willkommen zu Hause. Auch als ihr nicht da wart, habe ich natürlich die ganze Zeit treulich euer Zimmer bewacht. Oh, Zelda hat eine Katze. Zelda Cat Fan confirmed. Komm, jetzt erstmal ausruhen. Nom 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 nom. Willkommen zu Hause, Prinzessin Zelda. Der König erwartet euch im Thronsaal. Bitte tretet ein. Katze, get back. Betretet den Thronsaal. Der König erwartet euch schon. Statt Catback habe ich instead Catdog gelesen. Ja, oh, das ist zum Verzweifeln. Prinzessin Zelda, ich bin überglücklich, euch zu sehen. Prinzessin, wie schön, dass ihr wieder bei uns seid. Gleichzeitig gereicht es uns, euren ergebenen Dienern, zum größten Schande, dass wir euch die ganze Zeit nicht ausfindig machen konnten. Ministerin Sinistra hat absolut recht. Bitte vergebt uns, dass wir euch nicht zur Hilfe eilen konnten. General Dex, Ministerin Sinistra, euer Pflichtbewusstsein ehrt euch, aber nun solltet erst einmal die Freude über die Rückkehr meiner Tochter im Vordergrund stehen. Geliebte Zelda, komm zu mir, damit ich dich richtig sehen kann. Warum hast du so große Ohren? Wie geht es dir? Bist du wirklich ganz und gar unverletzt? Ach, was bin ich froh. Nun, erzähl uns bitte, was in aller Welt hier zugestoßen ist. Ein blaues Ungeheuer hatte dich entführt? Aber da kam ein grüngewandter Schwertkämpfer und hat dich gerettet, ist das die Wahrheit? Doch dieser heldenhafte Schwertkämpfer wurde daraufhin von einem Riss verschluckt? Was für ein tragisches Ereignis. Er hat ja das Leben gerettet, Zelda. Ich wünschte, ich könnte ihm irgendwie helfen. Wenn er von einem Riss verschluckt wurde, dann heißt es wohl, dass auch er weggezaubert wurde. Für wahr. Man kann nur hoffen, dass er noch am Leben ist. Bam bam bam. Weggezaubert? So nennt das Volk es doch, wenn jemand plötzlich verschwindet, als wäre er vom Erdboden verschluckt worden. So ist es. Dieses beängstigende Phänomen plagt unser schönes Reich leider beharrlich. Schon seit alter Zeit geraten regelmäßig Kinder in einen Riss und tauchen nie wieder auf. Daher schärfen wir ihnen von klein auf ein, sich davor zu hüten, weggezaubert zu werden. Doch bisher konnte nichts verhindern, dass immer wieder jemand diesem Phänomen zum Opfer fällt. Zurück bleibt der hohle Schmerz der Hinterbliebenen. In letzter Zeit erreichen uns aus allen Regionen Berichte über weggezauberte Personen. Ja, und es betrifft nicht mehr nur Kinder, auch Erwachsene verschwinden spurlos. Was steckt nur dahinter? Auf jeden Fall sollten wir unverzüglich die Suche nach diesem grüngewandten Schwertkämpfer aufnehmen. Euer Majestät!
So, hin und wieder muss ich mal kurz den Screen wechseln. Wenn ich alleine bin. Deswegen. Kommt es öfters mal vor. Was stammelst du herum? Nun, sag schon, was ist geschehen? Es ist schrecklich. Die Risse scheinen gerade an verschiedenen Stellen größtes Unheil anzurichten. Wie bitte? Atme tief durch und berichte uns die Einzelheiten, ja? Jawohl. Hubert! Margarete, nein! Und wo ist Schatten, Mario? Im Solidia-Dorf wurde jemand am helligsten Tag von einem Riss verschluckt und ist seitdem verschollen. Und auf der Ebene von Hyrule gab es Angriffe durch eigentümliche schwarze Monster. Besorgniserregend. Das erfordert sofortiges Handeln. Lass sämtliche Soldaten antreten. Sie sollen sich schnellstmöglich zum Ausrücken bereit machen. Jawohl. General Dex, Ministerin Sinstra. Euer Majestät. Sinstra, setze deine Nachforschungen zur Natur der Risse fort. Wir müssen einen Weg finden, die Verschwundenen zu retten. In Ordnung. Dex, du kümmerst dich um die neu aufgetauchten Monster. Triff alle Vorkehrungen und führe unsere Truppen in die Schlacht. Zu Befehl. Unser Reich steht vor einer schweren Prüfung. Wir müssen den Ursprung der Risse ergründen und all unsere Untertanen sicher zurückbringen. Oh oh. Das ist not gut. Nein. No. Gott, zu Stein verwandelt. I guess das ist not good. Wachen. Bringt sie in den Kerker. Wie bitte? Die Prinzessin? Zelda, mein Eigenfleisch und Blut, hat diesen Riss geöffnet. Wer über eine derart gefährliche Macht verfügt, darf nicht frei herumlaufen. Ich würde meine eigenen Augen nicht trauen, aber General Dex und Ministerin Sinstra haben es auch gesehen. Nun, steht nicht herum. Nimm sie sofort in Arrest. Jawohl, zu Befehl. Warum musste die Prinzessin in den Kerker? Was denkt der König sich dabei? Hast du nicht gehört? Der Riss im Thronsaal, den soll Prinzessin Zelda geöffnet haben. Was, du machst Witze? Dann ist sie wohl auch für alle restlichen Risse verantwortlich? Solange sie lebt, bleiben die Risse bestehen. Ich habe gehört, der König erwägt sogar, sie hinrichten zu lassen, um das Recht zu bewahren. Bitte was? Bitte was? Nintendo, bitte was? Düster, Halleluja. Die Prinzessin? Auf Schafott? Das darf doch alles nicht wahr sein. No. Oh Mensch. Ich komm da nicht hoch. Ach Mist. Wir werden uns der einfach hinrichten lassen. Ich werde nicht mehr. Kannst du mich sehen? Mein Name lautet Tree. Oder Try wie Triforce. Ich wurde auch von diesem blauen Ungeheuer geschnappt. Seitdem bin ich in deiner Nähe.
Deshalb bin ich dir auch in dieses Schloss gefolgt. Sagst du mir deinen Namen? Zelda, alles klar. Wenn du hier bleibst, ist dein Leben in Gefahr. Diese Person, die dich hat einsperren lassen, dieser König. Ich habe gehört, wie er gesagt hat, bereitet alles für die Hinrichtung vor. Da musste ich dir sofort mitteilen, Zelda. Der Riss hat den König und seine Berater verschluckt. Und dafür kamen drei andere heraus. Wie, Zelda? Du hattest auch bemerkt, dass mit denen irgendetwas nicht stimmte? Doppelgänger nennt ihr so etwas? Interessantes Wort. Jedenfalls ist es hier zu gefährlich für dich, Zelda. Wir müssen die Verschwundenen aus dem Riss retten und die Wahrheit aufdecken. Wer in einem Riss steckt, kann sich aus eigener Kraft nicht befreien. Aber wenn wir beide zusammen in den Riss gehen, können wir es mit vereinten Kräften vielleicht schaffen. Im Moment hat deine Sicherheit jedoch erst einmal Vorrang, Zelda. Lass uns zusammen von hier verschwinden. Du kannst einfach durch die Stange durch. Wie? Du kommst hier nicht durch? Das macht es natürlich schwieriger. Dann leih ich dir meine Kraft. Mythix. Mythix. Hier hast du den Mythix-Stab. Verwandle dich. Du hast den Tri-Stab ausgeliehen bekommen. Die Farben dieses Stabs ähneln Tri. Er strahlt eine sanfte Wärme aus. Wenn ich mir etwas in dieser Welt merke, kann ich Echos davon erschaffen. Ich weiß nicht, was genau du benötigst, aber ich bin mir sicher, meine Kraft wird dir nützlich sein. Wenn du etwas glitzern siehst, drücke ZR. Tisch gemerkt. So kannst du dir ein Objekt merken. Danach kannst du mit Hilfe von Y ein Echo davon erschaffen. Das hat geklappt, sehr gut. Auf diese Weise erschaffene Dinge nennen wir Echos. Wenn du ein Echo verschwinden lassen willst, dann drücke in seiner Nähe ZR. Um alle Echos auf einmal verschwinden zu lassen, halte ZR gedrückt. Merke dir mit Hilfe von ZR Dinge und erschaffe mit Y Echos von ihnen. Wie viele du gleichzeitig schaffen kannst, hängt von der Anzahl an Trees Dreiecke ab. Drückst du vor einem Echo ZR, um es wieder zu tilgen. Halte ZR gedrückt, um alle aktiven Echos verschwinden zu lassen. Yay. Sehr gut. Erst kommst du hier raus. Dann lass uns gehen. Hauen wir ab. Hauen wir hier ab. Und bitte nein, bitte nein, bitte nicht sowas. Nein, och nö, och nö. Why? Das kann ich mir merken. Holzkiste gemerkt. Lexikon öffnen. Große Kiste aus dünnen Holzbrettern. Sie ist leer und damit leicht genug, um im Wasser nicht unterzugehen. Tisch. Flacher kleiner Tisch, stabil genug, um darauf herumzutanzen. Wenn du die rechte Taste drückst, siehst du alle Echos, die du dir bislang gemerkt hast. Triff mit Hilfe von dem rechten Stick deine Auswahl und lasse die rechte Taste beepelt los, um das erschaffene Echo zu wechseln. Halleluja, das Spiel verwirrt mich jetzt schon. Du siehst mich nicht. Du siehst mich immer noch nicht. Und tschüss. Oh,
Apropos, mir ist letztens ein Krug zu Bruch gegangen. Das hat General Dexter gehört und ist sofort herbeigestürmt. Auweia, der hat ja bestimmt den Kopf gewaschen. Nein, ich habe ganz schnell noch einen Krug in die andere Ecke des Raums geworfen. Der Krach hat ihn auf die falsche Fährte geführt. Tja, General Dex ist manchmal echt nicht der Hellste. Okay, das ist ein Tipp, dass man die Gegner überraschen kann. Und deswegen können wir hier auch eine Vase merken. I see. Schlosskrug gemerkt. Warum schöner Krug aus Schloss Hyrule, das Werk eines Meistertöpfers. Und nix wie weg hier. Okay, das ist einfach, da kann man einfach so lang. Und tschüss. Impa! Euer Hoheit! Es ist schön, euch wohlbehalten zu sehen. Lasst euch ansehen, ihr seid doch unverletzt. Ich weiß wirklich nicht, was mit seiner Majestät los ist. Euch zu verdächtigen. Warum solltet ihr denn für die Risse verantwortlich sein? Was für ein blühender Blödsinn. Was? Der jetzige König ist ein Doppelgänger? Ebenso wie der General und die Ministerin? Und jemand namens Try hat euch geholfen und euch einen Dreistab geschenkt? Seht, er hat die Kräfte des Stabes sogar schon nahezu perfekt gemeistert. Aber sag mir, euer Hoheit, wo befindet sich dieser Try denn jetzt im Moment? Ich sehe hier niemanden bei euch. Hallo? Hier bin ich doch. Anscheinend kannst nur du mich sehen, Zelda. So. Was es nicht alles für wunderliche Dinge auf dieser Welt gibt. An einer Sache ist und bleibt ebenfalls nicht zu rütteln. Ich stehe treu an eurer Seite. Es entspricht leider der Wahrheit, dass der König eure Hinrichtung erwägt. Ihr müsst das Schloss auf der Stelle verlassen. In dieser Kleidung fällt er jeden sofort auf. Also zieht bitte diese Kluft an, die ich euch mitgebracht habe. Oha, was ragt denn da aus dem euren Beutel? Ach so, das ist also die Kapuze des tapferen Schwertkämpfers, der euch gerettet hat? Sie hat genau die richtige Größe. Damit könnt ihr euch auch noch euer Antlitz verbergen. Dann schnell, zieht beides an, bevor noch hier jemand aufkreuzt. Ein Moment bitte. Du hast die Inkognito-Kleidung erhalten. I choose you, Pikachu. Sie dient als Verkleidung und bietet größte Bewegungsfreiheit. Riecht nach Mottenkugeln. Drücke R, um eine schnelle Drehung auszuführen, die Piorette. Ja, darin solltet ihr euch etwas freier bewegen können. Die Prinzessin ist ausgebrochen. Sucht sie! Ui, man ist euch auf den Fersen. Überlasst das mir. Ja. Werte Impa, wer ist das dort hinter euch? Doch nicht etwa Prinzessin Zelda? Wenn ja, übergibt sie bitte sofort in unsere Obhut. Ich soll sie an euch ausliefern? Diese Bitte kann ich euch nicht gewähren. Ich bin sprachlos, legt euch lieber nicht mit Impa an. Impa, Secret Bossfight. Nehmt das hier, euer Hoheit. Impa hat dir ein Notizbuch gegeben. Zwischen seinen Seiten steckt auch eine Karte.
Bitte begebt euch zu dem Haus, das mit den Lichtkugeln markiert ist. Wenn ihr dort meinen Namen nennt, wird man euch helfen. Da ist sie. In dieser Richtung gibt es einen Schleichweg. Aus dem Schloss. Nutzt ihn für eure Flucht. Euer Hoheit, auf ein baldiges Wiedersehen. Die mysteriöse Risse. Aus dem Riss sind Doppelgänger des Königs und seiner Berater gestiegen und haben dich als Urheberin der Risse diffamiert. Entkomme über den Schleichweg aus dem Schloss und begib dich zu der gelb markierten Stelle. Kann man einfach einen Baum merken. Topfpflanze gemerkt. Steht so gut in Saft und Kraft, dass sie das Gewicht einer Person aushält. Sind die auch wieder Diener? Oder warum soll ich das machen? Achso, anders komme ich hier gar nicht raus. Okay. I know what to do. Ja, ich kann mein Bett merken. Altes Bett gemerkt. Altes Bett mit schäbigem Bettbezug. Je nach Müdigkeit dennoch einladend. Vasen zerstören. Warum kann ich die nicht merken? Okay, ich glaube, ich muss tatsächlich Bette stapeln. Achso, ich habe die Vase schon. Ah, stimmt. Das wäre ein anderer Vasen. Doch, voilà. Okay, wir sind raus. Kann ich ja was finden? Ja, Rubine. Das waren jetzt aber wenige Rubine. Naja. It is what it is.